Hallo Bastian, ich möchte dir jetzt dich hier zeigen, wie du diese Button installieren kannst. Wenn ich dir das Delivery mache, kriegst du so zwei Videodateien und dann kriegst du eine Datei, wo du die Dateien vergleichen kannst, so also die erste Lösung. Und die zwei Dateien hier, die du kriegst, sind du für die Installation dieser Knopf. Diese Button, sorry. Wie kannst du das machen? So, das erste, was wir brauchen, ist, dass du diese Personal so Datei Excel B kopierst und das werden wir in eine bestimmte Ordner hinzufügen. Dafür musst du erstmal in deine C in den Rechner, so Lokaldatenträger C, und dann musst du in Be Benutzer deinen Benutzer auswählen. Und jetzt, dass du hier, wenn normalerweise würdest du was Ähnliches sehen, dann musst du hier ganz oben in deine Adresse, du musst hier hinzufügen APPDATA. Das ist eine versteckte Ordner, aber wenn du das schreibst und dann enterst, dann kannst du sehen, was da drin steht. Du hast hier normalerweise immer drei Optionen: Lokal, Local Low und Roaming. Es könnte sein, dass bei dir die Datei, den Ordner ist in Lokal, aber bei mir steht in Roaming. Lass uns meine Lösung erstmal sehen und wenn das ist nicht in Roaming, dann würdest du in Lokal finden. Du musst Roaming öffnen, Microsoft auswählen und Excel. Genau, wenn es nicht in Roaming, würdest du den gleichen Pfad finden, aber in Lokal. Und hier, wenn du in Excel bist, es gibt Excel Start und hier kannst du diese Datei, diese Personaldatei, die ich dir geschickt habe, einfügen. Genau. Wenn du das erstmal gemacht hast, dann kannst du ein Excel öffnen. Okay, einfach öffnen. Und jetzt wir wollen einfach hier in diese Menüband so die Möglichkeit, so eine neue Option hier hinzufügen mit deinem Button. Dafür gehen wir also in Datei auf Deutsch für dich, so Optionen. Und ich habe Customize Ribbon. Für dich ist wahrscheinlich so Menüband anpassen oder etwas Ähnliches. Und genau, wenn du hier kommst, kannst du, so du hast viele verschiedene Möglichkeiten, aber wir brauchen nur hier Import, Export. Du kannst Import Customization File. Und hier, lass uns sehen, wo die Datei, die ich dir geschickt habe, Bastian Delivery. Und hier hast du deine Excel Customization, die ich dir geschickt habe. Einfach draufklicken und er wird dich was fragen. Du kannst jetzt und okay. Und jetzt hast du hier deinen Vergleich, Button, die du normal, genau. Wenn wir hier sind, dann zeige ich dir nochmal, wie es funktioniert. Okay, wir haben hier eine neue Datei, dann einfach draufklicken, alte Datei auswählen. Und fertig. Und dann hast du dein Ergebnis. Okay, ich hoffe, es gefällt dir und ich freue mich auf dein Feedback. Tschüss.